Es darf nicht ungestraft bleiben, wenn entgegen des Völkerrechts menschenunwürdig Giftgas eingesetzt wird. Und deshalb war es angemessen und notwendig, dass die drei ständigen Mitglieder im Weltsicherheitsrat dem System in Syrien eine klare Antwort gegeben hat. Das war auch deshalb notwendig, weil im Sicherheitsrat die Russen ständig entsprechende Resolutionen verhindern. Und da kann man nicht einfach als Mitglieder im Sicherheitsrat zur Tagesordnung übergehen. Das werden wir also deutlich machen. Allerdings ist auch klar, dass die Verhandlungen jetzt intensiviert werden müssen. Dafür ist die UNO zuständig. Da gibt es ja bereits Verhandlungsformate, die müssen nun intensiviert werden. Wir sind als Deutschland dort, wo ein Beitrag zu einer politischen Lösung gesucht wird, natürlich bereit.